Liebe Freunde der großen Kleinbahn, willkommen zu einem weiteren Film. Ich heute mal hier in der Sonne und es soll heute wieder um das Vorbild gehen. Und zwar eine Bahn, die möglicherweise einen, naja, vielleicht ein bisschen abstrusen Rekord hält, dass sie am kürzesten im Betrieb war. Ich weiß es nicht, ich vermute es nur, vielleicht findet jemand eine Bahn, die weniger als 10 Jahre Betriebszeit hatte. Und wir wollen uns heute mal auf den Resten dieser Bahn etwas entlang bewegen und mal schauen, was davon übrig geblieben ist. Hier übrigens hinter mir, na, das sehen wir schon, da ist noch ein bisschen Bahnkörper. Ja, ich befinde mich jetzt hier am derzeitigen Endpunkt, weil in die andere Richtung, na, wir drehen uns mal herum, in die andere Richtung, also dort, war früher ein Tagebau, da ist also zu DDR-Zeiten die Reste dieser Bahnstrecke weggebaggert worden. Ja, wir befinden uns am ehemaligen Haltepunkt Schönau, der sich zwischen Schönau und Nengersdorf befindet. Und wo wir hier jetzt im Wald, na, dieser grüne Streifen sind, also die Reste des Fundamentes, des Haltestellen, Warte, Häuschens. Hier dann ein Blick auf die Karte. Wir bewegen uns also hier vom Bahnhof oder vom damaligen Bahnhof Neukirchen zum Haltepunkt Schönau. Das ist also der Teil, der dann später weggebaggert wurde. Ja, hier nochmal ein Blick auf den Bahnkörper in Richtung Borna. Und das wäre dann Richtung Bad Lausick, wobei es hier gar nicht so einfach ist, weil Feldweg und Bahnkörper unmittelbar nebeneinander liegen. Auch von oben ist das jetzt nicht so einfach zu erkennen. Wir haben also hier mal, ist also die Drohne unterwegs. Und schauen uns jetzt mal an. Also die Baumgruppe, die wir jetzt hier entlang fliegen, das ist also die ehemalige Strecke. Der Feldweg war früher etwas näher an der Bahn. Na, also der, den wir jetzt hier daneben haben, ist wahrscheinlich nicht der historische Feldweg, sondern ist wahrscheinlich später angelegt worden, würde ich jetzt mal vermuten zumindest. Weil wie gesagt, am Haltepunkt waren also zwei Streckenfundamente zu sehen. Ja, hier sind wir ein Stück weiter. Wir schauen da in Richtung Schönau und drehen jetzt hier vorne. Ist also die Bahnstrecke. Gibt es also eine Unterführung unter der Straße und hier auf der anderen Seite geht es weiter nach Flößberg. Ja, die Bahnunterführung wollte ich dann etwas genauer untersuchen, einfach weil ich mir da eine schöne alte Brücke vermutet hatte. Und dem war allerdings leider nicht so, das sehen wir dann noch gleich. Ja, die Strecke selber war komplett zugewachsen, wie wir hier sehen. Und in die andere Richtung war eben, eher so eine Art Brückenprovisorium eingebaut. Da ist also irgendwann das mal saniert worden, weil wahrscheinlich die Brücken in keinem guten Zustand mehr waren. Und da hat man das hier verändert. Angeblich soll hier irgendwann mal ein Fahrradweg hinkommen, aber das ist glaube ich noch ein bisschen in weiter Ferne. Ja, wir bewegen uns jetzt weiter in Richtung Flößberg entlang der Strecke. Hier ist so ein bisschen so ein leichter Einschnitt. Auch da auch alles komplett zugewachsen. Hier gab es dann in der Luft mit der Drohne eine kleine Begegnung mit einem Mäusebussard, der also im letzten Moment noch ausgewichen ist. Ich habe ihn nicht gesehen, also das habe ich erst im Nachhinein gesehen beim Schneiden, dass da irgend so eine Begegnung war. Also hat man keine Chance in der Luft. Ja, im Hintergrund schon Flößberg. Die Karte bewegt sich auch mit.
Und hier die Verbindungsstraße von Flossberg in Richtung Bornau. Ja, auch hier an der Straße, die wir gerade gesehen haben, eine Unterführung teilweise hier zugeschüttet. Weiß ich nicht, ob das Müll ist oder was. Oder irgendwelches Erdreich. Und auch hier so eine, ist also so eine Brücke eingebaut. Ja, hier dann nochmal die Straße und mal von oben herunter gefilmt. Auch hier wäre dann oder war der Bahnhof von Flossberg, der also auch mehrere Gleise hatte. Und da haben wir hier noch, ich weiß nicht, ob das eine Laderampe ist oder ein paar Schwellen haben sich auch noch angefunden. Und hier haben wir dann das Bahnhofsgebäude. Ja, das ist heute ein Wohnhaus und ja, kann man den Bewohnern dankbar sein, dass sie den Schriftzug dran gelassen und wahrscheinlich auch erneuert haben. Denn das Haus sieht ja relativ frisch renoviert aus. Wir fliegen dann weiter in Richtung Bad Lausick. Die Strecke ist wieder durch die Baumgruppe gekennzeichnet. Hier haben wir dann nochmal das Gebäude des ehemaligen Bahnhofs Flossberg. Ja, wir könnten leider nicht so weit fliegen, weil es hier in der Gegend leider ein Problem gibt. Es gibt sehr, sehr viele Hochspannungsleitungen und die sollte man mit so einer Drohne nicht überfliegen, weil man sonst eventuell die Kontrolle verliert. Und das ist ja doch eine kleine Investition, die möchte man nicht gerne in den Sand setzen, auch nicht für so einen schönen Film. Ja, dann kommen wir hier zum finsteren Teil der Dokumentation. Und zwar ist das die Stelle, bis zu der die Drohne gerade geflogen ist. Und wir machen hier mal eine Umdrehung. Dort in dieser Richtung geht also dann die Strecke weiter. Und ja, und dann begegnet uns hier eine Informationstafel, die jetzt hier gleich ins Bild kommt. Da ist sie. Und zwar geht es hier um das KZ-Außenlager Flossberg, was hier 1944 bis 1945 betrieben wurde und zahlreichen KZ-Insassen das Leben gekostet hat. Es ging hier darum, für die Firma Hasag, das ist also eine Leipziger Aktiengesellschaft, die im Prinzip als einzigstes Unternehmen in Deutschland die Panzerfaust produziert hat. Und das sollte also auch hier produziert werden, wurde also dieses Lager aufgebaut, um also den Bombenangriffen auf Leipzig zu entgehen, die also auch der Hasag galt. Und hier praktisch fernab, naja, der Zivilisation könnte man fast sagen, und auch unter Hilfe, zur Hilfenahme der Bahnstrecke, also über den Bahnhof Flossberg, dann hier tätig zu werden. Das ist allerdings wahrscheinlich nie hier irgendwas produziert worden. Man hat also das Lager aufgebaut und dann war der Krieg zu Ende. Weiter in Richtung Bad Lausick bzw. bis zur nächsten Hochspannungsleitung. Also die Drohne wäre wahrscheinlich bis zu dem weißen Gebäude da hinten geflogen. Das ist also so ein Gewerbepark in Bad Lausick. Ganz weit hinten sehen wir noch zwei Windkraftwerke. Da verläuft dann die Strecke auch vorbei. Hier gibt es auch einen kleinen Bahndamm. Ein Gewässerkreuz, hier ist allerdings der Bahndamm durchbrochen. Die Unterführung gibt es hier scheinbar nicht mehr. Und wir sehen hier vor uns schon die nächste Hochspannungsleitung. Hier geht es dann unter uns am Waldrand weiter. Sieht man leider nicht so gut.
Hinter der Hochspannungsleitung geht's weiter in Richtung Bad Lausick. Da mit dem roten Dach haben wir das Gebäude, das ehemalige Gebäude des Haltepunkts Bad Lausicke West. Ist auch ein Wohnhaus, ich bin da also auch nicht näher rangegangen, weil es ist eben ein Wohnhaus und ein Privatgrundstück. Da springe ich natürlich nicht drauf rum. Hier unter uns die Baumgruppe oder die Baumreihe ist dann die Bahnstrecke. Das Gewerbegebiet darf ich so nicht überfliegen, deshalb fehlt dieser Abschnitt. Ich darf auch nicht die Straße hier vorne überfliegen und ich darf auch nicht zu nahe an die Bahnlinie fliegen. Deshalb müssen wir uns hier einige Abschnitte ein bisschen anders erschließen. Ja, unterfliegen darf man die Straße natürlich. Und auch das hier, was hier, naja, so eine Art Feldweg ist, ist also der ehemalige Bahnkörper. Hier nochmal ein Blick zurück auf die Strecke, da wo wir gerade lang geflogen sind. Der Kreisverkehr von Bad Lausick in Richtung Lauterbach und hier wo die Burgen stehen, da ist der ehemalige Streckenverlauf. Hier nochmal von etwas weiter oben, da sieht man auch noch ein kleines bisschen mehr, wo es hingeht. Vorne sieht man schon die Bahnlinie von Bad Lausick nach Leipzig, da wo die Autos gerade drunter wegfahren. Hier wurde dann die Querbahn unter der Strecke von Leipzig nach Bad Lausick, die dann weiter nach Geithain und Chemnitz führt, drunter weggeführt. Das sehen wir hier, da wo jetzt hier das Geländer ist, da ist also die Brücke. Also da gab es diese Brücke. Ist auch ein interessantes Bauwerk, dass hier so diese beiden Strecken übereinander geführt werden. Wir haben ja hier unten dann auch noch ein Gewässer. Na, es steigt die Traun noch ein kleines bisschen höher. Wir sehen also dann dort auf der anderen Seite das gegenüberliegende Widerlager der Brücke. So, dann fliegen wir mal hier ringsrum. Unter der Brücke lang in den Kurpark hinein. Und sehen dann hier nochmal das Widerlager in voller Schönheit. Hier nochmal ein Blick auf die Karte, wie das Ganze ausgesehen hat. Also die Einfädelung hier von Norden zu der Ausfädelung im Süden kommen wir dann noch. In Google Maps sieht es dann ungefähr so aus. Wir haben also hier den ehemaligen Streckenverlauf, der also bis hier nachvollziehbar ist. Hier an dem Abschnitt stehen auch noch ein paar Bäume. Hier in diesem Abschnitt ist es also, wenn man sich am Boden irgendwo befindet, sieht man also die Strecke nicht mehr. Hier befindet sich ein Weg, der hier in den Kurpark hineingeht. Na, dann haben wir also hier in diesem Bereich und wir sehen also hier diese Brücke, die ich vorhin gezeigt habe. Und dann fädelt sich hier diese Querbahn. Also fädelt sich natürlich nicht mehr, aber ist jetzt hier sozusagen die Reste dieser Einfädelung noch zu sehen. In Bad Lausick angekommen, sehen wir hier links das Stellwerk. Wir haben hier also den Blick nach Leipzig und sehen hier das, was heute von dem, sagen wir mal, nicht ganz so kleinen Bahnhof Bad Lausick übrig geblieben ist. Also im Prinzip zwei Weichen, zwei Gleise. Und naja, es ist halt nicht sehr viel. Da vorne rechts, wo die Burg steht, oder die zwei Burgen weiter hinten,
dort ist dann der Abzweig der Querbahn gewesen. Ja, und während zuerst der Regionalexpress und jetzt hier der Geithahner unter uns lang fährt, sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Es wird hierzu noch einen zweiten Teil geben, wo wir dann uns, naja, bis nach Großboden bewegen werden. So viel erstmal zu diesem Teil. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und einen schönen guten Abend und macht was draus.